Das autofreie Lindos gilt als schönste Stadt auf Rhodos. Das Stück Bilderbuch Griechenland besticht mit Traumbuchten, einer denkmalgeschützten Altstadt mit verwinkelten Gassen sowie einem weithin sichtbaren Burgberg. Auf dem Rücken von Eseln oder zu Fuß geht es hinauf zur Akropolis, deren erste Tempelbauten im 1. Jahrhundert vor Christus errichtet worden sind. Ab dem 4. Jahrhundert wurde das Areal von den Kreuzrittern um eine Festungsanlage erweitert, sodass sich hier heute ein faszinierender Mix aus den Resten uralter Tempel und einer Burg befindet. Die auf einem 116 Meter hohen Felsen thronende Akropolis galt als eine der bedeutendsten heiligen Stätten der Antike. Hinter den trutzigen Mauern erhebt sich auch eine orthodoxe Kirche aus dem 13. Jahrhundert, die zu einer Burgkapelle umgestaltet und dem heiligen Johannes gewidmet wurde. Besonders imposant mutet der dorische Tempel der Athene Lindia aus dem 4. Jahrhundert an, während die kubischen Flachdachhäuser von Lindos von hier oben wie kleine Farbtexte wirken. Schön zu sehen ist auch die fast runde Agios Pavios Bucht, in der Apostel Paulus im 1. Jahrhundert nach Christus angelandet sein soll, um die Insulaner zum Christentum zu bekehren. Wer dem schweißtreibenden Aufstieg auf der Akropolis eine Abkühlung sucht, sollte unbedingt der einzigen Eisberg Griechenlands einen Besuch abstatten. 100.000 Kilogramm Eis wurden hier verbaut. Entstanden sind riesige Eisskulpturen, Tische, Bänke, Hocker und eine Bar aus gefrorenem Wasser. Selbst die Gläser, in denen die eiskalten Drinks serviert werden, sind komplett aus Eis. Mehr zu Lindos unter www.mortimer-reisemagazin.de.